Wir hatten ja gesagt, dass Skriptsprachen oft interpretative Sprachen sind. Bei kompilierten Sprachen ist es ja so, dass das Programm, das ausführbare Programm im Maschinencode vorliegt. Bei interpretativen Sprachen wird eben der Source Code ausgeführt. Und da gibt es auch nochmal zwei verschiedene Ansätze. Und zwar eine Möglichkeit, dass man eben Zeile für Zeile den Code ausführt. Man nimmt sich ein Stück, eine Zeile Code, interpretiert ihn, also guckt, was damit gemeint ist, führt es aus, schaut, in welcher Zeile geht es weiter, ist die nächste Zeile oder ist es vielleicht ein Sprung und geht dann eben zu der entsprechenden Zeile, überführt sie wieder, interpretiert sie und führt sie aus. Das sehen wir hier nochmal. Wir haben also hier erster Ansatz, wenn wir haben unseren Source Code und mit verschiedenen Zeilen. Und dann schnappen wir uns hier die erste Zeile, führen dann wirklich die lexikalische Analyse, etc. durch, semantische Analyse, führen diese eine Zeile aus und überprüfen, welches die nächste Zeile ist. Also der Ablauf geht so runter. Und dann gehen wir genau zu jener Zeile, die die nächste Zeile ist, schnappen uns die, machen die lexikalische Analyse, semantische Analyse, führen die nächste Zeile aus und bewegen uns wirklich immer in dieser Schleife. Gehen dann zur nächsten Zeile, vielleicht ist es eine Sprunganweisung, etc. Das heißt, wir führen wirklich zeilenweise aus, was aber natürlich einen Nachteil haben kann, dass wir nicht mal sicher sein können, dass unser Code syntaktisch korrekt ist. Das hat aber den Nachteil, dass wir eben nicht sicher sein können, dass unser Code syntaktisch korrekt ist. Haben wir beispielsweise einen Fehler in Zeile 37, befindet sich aber Zeile 37 so hinter einer If-Anweisung, dass man zu Zeile 37 eigentlich so gut wie nie kommt, dann kann es wirklich sehr lange dauern, bis man alleine schon diesen Syntaxfehler entdeckt. Also erster Ansatz, diese Zeile für Zeile Ausführung, dem steht gegenüber, dass man den Source Code zuerst in einen Zwischencode überführt und diesen Zwischencode auch im Hauptspeicher hält. Geht also genauso, nur dass hier das für das gesamte Dokument, die lexikalische Analyse und die semantische Analyse etc. durchgeführt wird und wir dann einen Zwischencode haben und dieser Zwischencode hier, der wird im Hauptspeicher gespeichert und nachdem wirklich der gesamte Code vorliegt, dann wird dieser Code eben erst ausgeführt. Das ist beispielsweise hier bei PHP finden wir diesen Ansatz. Der andere Ansatz, dass dieser Zwischencode gespeichert wird, das kennen wir beispielsweise von Python. Sie erinnern sich, bei Python gibt es ja immer diese PyC-Dateien wie kompiliertes Python. Das ist also genauso, Source Code liegt vor, der gesamte Source Code wird gescannt, geparsed und der Zwischencode wird aber auf der Festplatte abgelegt und wird dann sozusagen, steht dann zur Ausführung bereit und hier dahinter kommt dann eigentlich erst das Execute. Fassen wir nochmal zusammen. Sofern man nur die Ausführung betrachtet, sind natürlich kompilierte Sprachen deutlich schneller. Wenn man aber alles zusammennimmt, Entwicklungsprozess, Kompilierung und Ausführung, nämlich also gerade im Entwicklungsprozess, dann sind Skriptsprachen oft schneller und deswegen auch Skriptsprachen gerade im Prototyping, Rapid Prototyping finden Sie Ihr Anwendungsgebiet.